die psychowissenschaftlichen Grenzgebiete mit dem Protokoll Reinkarnation und dem Thema Geschichtliche Entwicklung Origenes Teil 22. Origenes aus Alexandria war einer der einflussreichsten Theologen des Urchristentums. In der Lehre des Origenes hatten auch die Präexistenz und die Seelenwanderung einen festen Platz. Trotz mancher Anfeindungen stand die urchristliche Lehre des Origenes in den ersten Jahrhunderten nach dem Tode Christi in hohem Ansehen. Bei Kirch, Johann Peter, Kirchengeschichte heißt es auf Seite 536: Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts äußerte sich die Mehrzahl der Stimmen in der Kirche für den berühmten Alexandriner. Noch Papst Siricius, in Klammern 384 bis 399, hatte nichts gegen Origenes einzuwenden. Wer war Origenes? Origenes stammte aus einer wohlhabenden ägyptischen Familie. Seine Eltern waren, ebenso wie einige seiner Vorfahren, Christen. Seine Heimatstadt Alexandrien war damals eine Hochburg griechischer Bildung und Wissenschaft. Die Christen stellten dort eine Minderheit dar. Den ersten Unterricht erhielt Origenes von seinem Vater, der ihn schon früh mit der urchristlichen Bibel vertraut machte. Im Jahre 202 starb Leonidas, der Vater von Origenes, den Märtyrertod. Als nun das väterliche Vermögen eingezogen wurde, musste er für seine Mutter und seine 6 Geschwister sorgen. Er erteilte schon in jungen Jahren Unterricht auf dem sprachlichen und geschichtlichen Sektor. Aber bald schon widmete er sich dem theologischen Unterricht. Einige Quellen zufolge war Origenes bereits ab 202, 203 Leiter der Katechetenschule in Alexandria, wo sich die größte Bibliothek des Altertums befand. Fußnote: Katechet Religionslehrer, besonders für die kirchliche Christenlehre außerhalb der Schule. Ich wiederhole den letzten Satzabschnitt. Einige Quellen zufolge war Origenes bereits ab 202, 203 Leiter der Katechetenschule in Alexandria, wo sich die größte Bibliothek des Altertums befand. Kein Kirchengelehrter nach Origenes konnte jemals wieder auf so umfangreiches Material zurückgreifen. Die Bibliothek wurde 389 von einem christlichen Glaubensfanatiker, dem Patriarchen Theophilus, in Brand gesteckt. Diese unglaubliche Schandtat zerstörte wertvollstes Kulturgut und hat die historische Forschung erheblich erschwert. In dem Feuer gingen die Schriften des Urchristentums unter, die einen sehr genauen Einblick in die Anfänge christlicher Lehre gaben und bezeugt hätten, dass die Reinkarnation ein fundamentaler Teil des Christentums war.
In der alexandrinischen Schule wurde eine innige Verbindung von göttlicher und menschlicher Natur in Christus gelehrt. Cyrill, der zu Anfang des 5. Jahrhunderts dort unterrichtete, der von der, in Anführungszeichen, einen Natur des fleischgewordenen Logos sprach, wählte zur Verdeutlichung folgendes Bild. Fußnote: Hierzu ein Literaturhinweis. Jedin, Hubert, in Anführungszeichen, Kleine Konziliengeschichte, Herder, Freiburg 1959, Seite 23. Ich wiederhole den letzten Satzabschnitt. Cyrill, der zu Anfang des 5. Jahrhunderts dort unterrichtete, der von der, in Anführungszeichen, einen Natur des fleischgewordenen Logos sprach, wählte zur Verdeutlichung folgendes Bild. Die göttliche Natur durchdringt die menschliche, wie das Feuer eine glühende Kohle oder ein brennendes Stück Holz. Ein ähnliches Bild wie bei Cyrill findet sich bereits bei Origenes in seinem Werk De Principis. Aus diesem Bild wird eines deutlich: Origenes nimmt zwar an, dass in Christus eine, in Anführungszeichen, menschliche Vernunftseele war, dass diese aber durch einen einmaligen festen Entschluss zum Guten keine Entscheidungsmöglichkeit zum Bösen mehr hatte. Das göttliche Feuer selbst durchdrang alles, war damit das Bestimmende in Christus. Der Unterricht in der Katechetenschule zu Alexandria war nicht mit dem üblichen Taufunterricht der Kirche zu vergleichen. Zur Zeit der Christenverfolgung war auch ein geregelter Unterricht nicht möglich. Es dürfte so gewesen sein, dass anfangs Heiden zu Origenes kamen, um etwas über seinen Gott zu erfahren. Von ihnen starben einige als Märtyrer. Auch später war es den gebildeten Heiden, die seinen Unterricht besuchten, völlig freigestellt, ob sie sich taufen ließen oder nicht. Auch getaufte Christen erweiterten und vertieften ihren Glauben bei Origenes. Seine Schüler lernten durch ihn auch andere Glaubensformen kennen, um sich mit ihnen auseinandersetzen zu können. Zum Unterricht gehörten auch Mathematik, Geometrie, Astronomie und die übrigen antiken Wissenschaften. Das Ziel des ganzen Unterrichts war jedoch die Theologie. Der Weg über die weltlichen Wissenschaften sollte die Menschen lehren, durch das Kennenlernen der Schöpfung Einsichten zu gewinnen. Dazu aus seinem Werk De Principis. Unsere Vernunft erkennt also, da sie Gott nicht an sich, so wie er wirklich ist, betrachten kann, aus der Pracht seiner Werke und der Schönheit seiner Geschöpfe den Vater des Alls. Den Unterricht für die, in Anführungszeichen, Fortgeschrittenen leitete Origenes selbst. In der Katechetenschule wurde aber auch Elementarunterricht erteilt. Origenes lebte in strenger Askese. Fußnote: Askese, religiös begründete Einschränkung
oder völlige Enthaltung von bestimmten Speisen und Getränken, Wohnung, Schlaf, Kleidung und Besitz. Ich wiederhole den letzten Satzabschnitt. In der Katechetenschule wurde aber auch Elementarunterricht erteilt. Origenes lebte in strenger Askese. Er verteidigte den Glauben der Kirche gegenüber vielen heretischen Gruppen in Alexandrien. Bedeutendes leistete Origenes auf dem Gebiet der Bibelforschung. Er erlernte die hebräische Sprache, um dann den Urtext mit allen ihm bekannten griechischen Übersetzungen zu vergleichen. Dieses Werk ist bekannt als in Anführungszeichen Hexapla. Origenes unternahm mehrere Reisen nach Rom, später zum Statthalter der Provinz Arabien, der seinen Unterricht wünschte, von dort nach Palästina. Im Jahre 218 oder 222 wurde Origenes von der Mutter des Kaisers Severus, Alexander Julia Mea, nach Antiochien eingeladen, um ihr einiges von seiner Theologie vorzutragen. Als Origenes, der inzwischen zu großer Berühmtheit gelangt war, im Jahre 231 wiederum nach Palästina reiste, wurde er doch zum Presbyter geweiht. Fußnote: Presbyter, erstens Gemeindeältester im Urchristentum, zweitens Mitglied eines evangelischen Kirchenvorstandes, drittens lateinische Bezeichnung für Priester, in Klammern dritter Grad der katholischen höheren Weihen. Ich wiederhole den letzten Satzabschnitt. Als Origenes, der inzwischen zu großer Berühmtheit gelangt war, im Jahr 231 wiederum nach Palästina reiste, wurde er doch zum Presbyter geweiht. Bischof Demetrius von Alexandrien, wohl eifersüchtig auf seinen Ruhm, nahm dies zum Anlass, um Origenes auf zwei ägyptischen Synoden verurteilen zu lassen. Der Grund war, dass eigentlich Demetrius für diese Weihe zuständig gewesen wäre und nicht der Bischof von Jerusalem. Origenes wurde exkommuniziert und ausgewiesen. Er begab sich daraufhin nach Caesarea, wo man das Urteil nicht anerkannte, und gründete dort eine neue Schule, die bald hohes Ansehen genoss. Fußnote: Caesarea, Ruinenstätte in der Charon-Ebene, 54 Kilometer nördlich von Tel Aviv, nach Ausbau durch Herodes des Großen als eine der bedeutendsten Städte Palästinas. 6 nach Christus Sitz der römischen Prokuratoren, 69 zur Kolonie erhoben, seit dem 2. Jahrhundert Bischofssitz, um 640 von den Arabern und 1101 von den Kreuzfahrern erobert, 1265 von Sultan Baybars I. zerstört. Ich wiederhole den letzten Satzabschnitt. Er begab sich daraufhin nach Caesarea, wo man das Urteil nicht anerkannte,
und gründete dort eine neue Schule, die bald hohes Ansehen genoss. In Caesarea schrieb Origenes einen Großteil seiner Werke. Oftmals bekam Origenes den Auftrag der Kirche, häretische Gruppen wieder auf den Boden des rechten Glaubens zu bringen. Deshalb war er auch oft auf Synodalverhandlungen zugegen. Während der Christenverfolgung unter Kaiser Decius im Jahre 249 wurde auch Origenes in den Kerker geworfen und gefoltert. Er sollte verbrannt werden, erlangte jedoch die Freiheit wieder. Origenes starb im Jahre 254 entweder in Caesarea oder in Tyros. Reinkarnation mit dem Thema Origenes, Ende Teil 22.